Okay. Wir gehen mal zum großen, schwulen Typen. Geben ihm seine zwei schwulen Pussys und können dann hoffentlich das abschließen? Fragezeichen. So, her damit. Was auch immer da drin ist. So, alles kaputt machen, alles klauen. Dafür haben wir immerhin die Muschis abgesammelt. Hey, kleiner Superheld, jetzt fehlt mir nur noch eine Miezekatze. Meinst du, du findest sie vor den doofen Sechstklässlern? Oh, bestimmt. Hey, Pupsemäuschen, hast du meine ausgebüxten Muschis schon gefunden? Ja, bis auf eine alle. Danke, dass du meine Muschis rettest, Stinkemäuschen. Oh. Aber du hast noch nicht alle gefunden. Wo ist denn das letzte Stinkerchen? Hm. Meine Miezis tragen alle rosa Halstücher. Sag mir bitte, wenn du eine siehst. Oh, gerne. Himmel, der furzende Selbstjustizler. Ja, bewundere mich. Du musst noch mehr Muschikätzchen finden, Schätzchen. Ja, ich weiß. Ja, Trump hat sich vertan, aber naja, kann man nichts machen, ne? Künstlerpech, kennst du ja. Hat Hitler auch. Oh! Falscher Knopf. Okay, dann reden wir mal mit Callgirl. Ah, so viele Sachen, die wir noch nicht fertig machen können. Nur mal so nebenbei. Ihr Geflenne, gebt mir Energie. Asoziale Penner, sucht euch einen Job. Oh doch! So, jetzt stinken sie durch meinen Furz richtig. Furzverbrechen gibt es Callgirl nicht weit. Ja. Versau das nicht, Blödsack. Halt's Maul, Mann. Du hast es doch vorhin versaut gegen Freeman. Also als Maul. Ich komm dir jetzt dahin. Das wird wehtun. Das glaube ich auch. Zack, zack, zack. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Oh, einfach das nur. Hat hier jemand einen Callgirl gerufen? Ich glaube ja. Das Signal zu seinem Tod! Ich könnte das glatt liken. Dann tu es. Nein. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Fühlt den Zorn von Humankind! Kalt! Pew, pew. Cool! Troll im eigenen Saft geschmort. Lecker. Ah, den machen wir als letztes. Er darf so lange noch leben. Wow, ich bin fast beeindruckt. Endlich. Er hat den Ort der Muschis? Okay. Wollen wir gleich mal gucken. So, lass mal wechseln. Zack. Das Opfer des Kuhn. Was wird der Kuhn als nächstes tun? Den frage ich als nächstes. Zack. Runter mit der Def. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Ja. Bereit machen für fieses Blinzeln. Blinzeln! Tschüss. Leg dich nicht mit Callgirl an. So, und jetzt verpisst euch, ihr stinkenden Wichser. Weg mit euch! Yeah! Stufe 8! Ein neuer Platz. Ich platz gleich vor Freude. Es tut mir leid. Pennerprügler. Ja, ich prügel die Penner. Ich bin ein flüchtiger Asylant und prügle die einheimischen Penner kaputt. Ich bin South Park, da darf ich solche Witze machen. Ja, selbst wenn ich, will ich trotzdem solche Witze machen. Ja, neuer Platz. Okay. Ich könnte natürlich auch ein Sexspielzeug ausrüsten. Aber ich glaube, ich nehme einfach das. Nehme ich das? Hätte ich das jetzt nicht alles verkauft, ne? Aber egal, hier, komm. Haben wir mehr Rückstoßschaden. Ist auch geil. Kann ich gut mitleben.
Ich will keine Klebeband. Alles klar. Ich brauche Makaronis. Und für das Wiederbelebungsding müsste ich mir mal ordentlich viele Pullen kaufen. Irgendwann. Irgendwann bestimmt. Ja, ganz viel Zeug wieder. Unbekannter Verbündeter. Wer ist er nur? Was könnte er vorhaben? Warum ist hier immer noch das blöde Zeichen? Okay, jetzt ist es weg. Sehr schön. Boah, ne, kein Bock. Sissies, Boys, Girls. Ich geh mal bei Sissy rein. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Okay. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Oh. Mein Handy ist tot. Nein. Egal, wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Okay. Was ist mit Toolchat? Warte! Ach, mit dem Kacktypi haben wir schon ein Foto gemacht. Okay, jetzt können wir die D-Mobile-Typis kaputt schlagen, habe ich das Gefühl. Meine Eltern haben letzten. Meine Eltern haben letzten! Schnauzer! Meins? 10 Cent, immerhin! Da gehe ich nicht mal rein. Der Inhaber ist gewalttätig. Habe ich keinen Bock drauf. Rhinoplastik. Meins, meins. Einfach kaputt machen. Oh, hey Neuer. Hi. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Aber sowas von. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Sehr gut. Willkommen bei die Mobile. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Name und die Mobile-Nummer bitte! Name und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Kriegsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es. Die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kogel, rett uns! Komm, Wunderarsch, denen reißen wir die Arsche auf. Ja, Mann! Ich vorziehe ins Nirvana. Okay. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Freue ich mich, dass du dich freust. Ich bin zu weit weg. Ach so! Ich war in einer toten Reihe. Eine Community Managerin? Wenn du dazu bereit wärst, gerne. Ich find's gut, dass sie kaum Reichweite haben. So. Alle meine Klingeltöne! Weg! Name und die Mobile-Nummer bitte! Schnauze! Bitte! Danke! So, der erste ist schon mal down. Jetzt muss er nicht mal ohne seine Klingeltöne leben. Wow. Name und die Mobile-Nummer bitte! Wie behindert! Besiege den Krebskönig. Spezialziel. Nichts leichter als das. Das ist schon mal ein Miniboss, der mir schon besser gefällt als Morgan Freeman. Und abgeschickt. Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleidergröße und deine Allergien. Oh, das ist aber schön. Was? Mobilität ist eine meiner Superkräfte. Die Kunden brauchen Hilfe. Ich kann das nicht überspringen? Was? Nein, nichts da. Sieht böse aus für die Bösewichte. Ja, glaube ich auch. Verrecke. Aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Machen wir links. Oh, ich kann mich nicht gut bewegen. Oh, das war's schon. Du wirst mich hassen. Ich
mag dich. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Sauer, Leute. Die haben für Mr. Connor gearbeitet. Das ist ja unglaublich. Für Mitch Connor. Subdermal Mutation. 1,56 haben wir verdient. Sehr geil. Das kann man auch Krebsmenschen besiegen. Oh Mann. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Was? Sie küssten? Was? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Alles klar. Ernsthaft, wir können die jetzt looten. Benutzte Lippenstift. Oh. Gedünstetes Krebsbein. Ah, lecker. Die Mobile-Mitarbeiter-Handbuch. Die Mobile-Smartphone. Ich hasse Smartphones. Und gerösteter Krebsbauch. Geil. Jetzt, wo diese Krebsverkäufer weg sind, werde ich vielleicht endlich Mitarbeiter des Monats. Da habe ich auch noch meine Zweifel. Das wird dir bestimmt nützlich sein. Du hältest echt immer weiter, Held. Na, ich weiß. Nochmals danke für alles, Held. Ja, aber auch gern geschehen. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Sehr gut. Bin ich dabei. Schwule Fische. Jeff ist ein neuer Follower. Geil. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Instagram. Nice. Gut, packen wir es an, Kunde. Wuhu, Eddie. Schön. Hast du Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen? Oh, hab ich doch schon. Hey, Chris mit dem Helm, der hat immer alles unbegrenzt. Okay, lass mich mal kurz gucken. Mach ich einfach mal. Was haben wir denn da mit für einen... Ach du Heiliger. DNS-Strang. Subdermale Mutation. Heute dich und entdecke dein neues Ich. Mit diesem Krebsmenschen Gen-Cocktail. Kontrolliere den Verlauf des Kampfs mit Beschwörungen und Heilungen und verzichte weitgehend auf direkte Angriffe. Nein, danke. Ich bin ein Hau drauf. Aber wir haben's. Das ist schon mal viel wert. Tschüss. Ah, jetzt ist sie da oben. Hat jemand Callgirl gerufen? Hier ist eine SMS, die ich nicht entziffern konnte. Alles klar. Hey, Lust auf ein unschlagbares Angebot für einen Demo? Echt geiles Teil. Nein. Lass mal stecken. Okay, das haben wir. Da rechts haben wir uns soweit auch umgeguckt. Jetzt müssen wir noch die obere Reihe abklappern. Dann haben wir einmal alles gesehen. Also nochmal gesehen. Warum ist es schon wieder alles heile? Wir haben doch nur kurz ein paar Minuten gekämpft. Schweinerei. Ich wollte doch mal kurz gucken. Duty. Ich wollte gucken, ob ich... Ich gehe ungern wieder zu Freeman, aber ich gehe mal... Ernsthaft. Kostenlos ist die Mobile-Textnachricht. Wir haben die Krebs entsorgt und sind zurück im Geschäft. Back in the business. Besuche die Mobile und profitiere von unglaublichen Angeboten. Ja, ganz toll. Jetzt werde ich zugespammt. Toll. Als Justizler haben wir was, an das wir glauben können. Ja, gern geschehen, Mann. Ich bin halt ein Held. Bin Profi-Held. Bin besser als Zeit, aber. Was darf ich dir bringen, kleiner Verbrecherschreck? Schade, er hat keine Macaroni. Geht wahrscheinlich bei den Attacken. Erstmal was verhökern. Wird das ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Jo, hau rein. Darf ich sie duzen? Ja. Ich habe doch vorhin schon gesagt, bitte nicht siezen. Ich bin nicht so alt.
dass ich gesiezt werden muss oder will. Okay. Was ich verkaufe jetzt einfach alle. Lass mich mal kurz das ich dir bringen, kleiner Verbrecherschreck. Okay, ich kann nur das verkaufen, was ich nicht ausgerüstet habe. Das ist sehr gut. Tor-Toleranz. Genital. Frau verkaufen. Kriegswelpe und tschüss. Da verkaufe ich mal ein bisschen. Nein! Oh! Ätzend. Dass das Mystik machen muss, ist echt scheiße. So. Aber wir sind wieder ein bisschen Geld. Hau rein, Mann. Ich muss mir ein paar Moses-Beschwörungs-Makaroni-Bilder basteln, damit ich mich in der Gruppe wieder hochheilen kann. Das ist sonst auf Dauer ein bisschen schlimm. Wir müssen nämlich an die Zukunft denken, wenn wir irgendwann Morgenflügel besiegen wollen. Ah, ich hasse das Geräusch. Ich weiß nicht, was du hast. Es ist doch wunderschön. Ich habe keinen Bock auf die kleinen Scheiße. Fickt euch! Heute wollen wir richtig schön Verwirrung stiften. Chaos vom Feinsten. Naja, hab euch auch lieb. Warum war das noch nicht aktiv? Warum? Ja, Mann. Ah, guck mal, Bullen. Ich glaube, die wollen wieder einen armen Schwarzen einfach so in den Knast stecken. Das klang nach einer tödlichen Polizistenwelle! Blah! Knallt ihn ab! Auch wenn er nicht schwarz ist. Oh, was? Ich will zuerst. Ob ich will zuerst. Oder Kuhn-Friend. Ich finde dich cool. Kuhn and Friend. Ja, aber ich bin immer noch ein Kuhn and Friend. In 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Na, das will ich doch hoffen. Komm her, Bulle. Zack. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Ach, dann will ich schon wieder koksen. Scheiße. Dann machen wir mal ihm die Hölle heiß. Und ich möchte was ausprobieren. Also das geht wohl nur in der gegnerischen Runde. Das ist auch egal. Schon dabei. Ich liebe es, Fernangriffe zu haben. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Oh, da freue ich mich. Kuhn. Zack. Ich frage mich, ob deine Actionfigur das auch könnte. Vielleicht mit so einer Art Sprungfeder. Ah, bestimmt, das wäre voll cool. Soll ich mal was ausprobieren? Mist. So, den haben wir schon mal richtig wegklatschen können. Okay, noch einer am Koksen. Ja, das Call Girl. So. Aber voll, Mann. Ich weiß, dass dir dieses ganze Kämpfen nicht so liegt. Ich behaupte einfach mal, dass wir dir das umklatschen. Du schaffst das! Mist. Oder auch nicht. Jetzt wirst du zerfetzt. Ja, ha, nimm das, Bitch. Gut so, Neuer. Weiter so. Kleine Slut. Ran zu deiner Mama oder zu deinem Freund. Bullen erledigt. Oculus Schmuckulus. Geil. Mhm.
Hat sich gelohnt. Gehen wir mal kurz da rein. Können wir hier... Ah, da können wir noch nichts machen. Da brauchen wir noch dieses Elektrozeugs. Ich vergaß. Wir können auch noch keinen Elektrizitätsstrom kurz schließen. Schade eigentlich. Aber irgendwann können wir das machen. Erinnerst du? Au. Willkommen zurück, Agito. Alles klar? Hier gibt's sonst nichts groß zu tun. Sprach der Kuhn ohne Friend. Aber kaputt schlagen. Ein bisschen Schrott kann man immer gebrauchen. Wir gehen mal Tauli besuchen. Tauli! Na, alles am Dübeln? Entschuldige mein unprofessionelles Verhalten vorhin. Bei mir läuft's gerade beschissen. Ach, kein Problem. Okay, klar. Lass dich bloß nicht von den Kopf erwischen. Ach, kein Thema. Ich pass auf. Ich prügel sie einfach kaputt. Hey, Tauli ist jetzt mein Follower. Tauli. Tauli wird dir auf Instagram folgen, versprochen. Danke dir, mein Freund. Wenn du meine Alte auf Instagram siehst, dann kein Wort über meine Eskapaden, okay? Klar, meinetwegen, Tauli. Und man kann wieder nicht lesen, was da noch so steht. Toll. Das ist ein bisschen doof. Jetzt muss ich hoffen, dass ich es gleich nachlesen kann. Das war mal ein scheiß cooler Job. Halt die Fresse, Todd! Ich will deinen Scheiß jetzt wirklich nicht hören! Na, Ärger im Paradies? Hey, Todd, alles klar? Könntest du heute bitte nichts anzünden? Ja, kein Thema. Ich hab hier nichts für dich. Wühl im Schrank deiner Eltern rum, wie jedes normale Kind. Okay, mach ich später. Okay, dann machen wir mal ein schönes Bildchen. Ja, Mann, schönes Bildchen! Yay, Todd, Alter! Wie geht's dir, Mann? Auf jeden. Auf jeden. Und was mit dir? Du musst die Pflanzen respektieren, Alter. Mach ich doch. Ich lasse von Tieren essen, damit ich die Tiere essen kann. Okay, wir haben einen Deal. Finde ich super. Er dealt mit Kindern. Yay. Miles dealt mit Kindern, wollte ich nur mal anmerken. Cool. Bitte versuch nicht wieder den Laden abzufackeln, ja? Miles, Mitarbeiter des Monats. Er dealt mit Kindern. Möchten wir mal nicht vergessen. Alles klar. Wir haben neue Freunde gefunden. Tisch für eine Person? Ach, Schnauze. Bitch. Bitch für eine Person? Vielleicht nächstes Mal. Nein. Das sehe ich nicht so. Autsch. Kaum von Herzen. Okay. Können wir hier kaufen? Ein. Ich glaube, wir haben auch Kinderspeisekarten zum Ausmalen. Ja, ganz toll. Will ich aber nicht. Ich will was kaufen. Rede mit mir. Rede mit mir. Hör auf zu heulen und rede mit mir. Kann er reden? Was ist denn los mit dir? Oh, Kühlschrank. Macaroni! Jawoll! Geht doch, meine Fresse. Weil es so schwer ist, Makaronis zu kriegen. Warte mal. Snackautomat. Schade. Naja, Schnauze. Hallo, ich werde da durch. Ich will doch nur ein paar kleine leckere Makaronis. Ich darf nicht. Ich bin so traurig. Das Musik. Boah, ist das gerochen? Das hat den jemand aber richtig einfahren lassen. Boah, ist ja ekelhaft. Ah, ich glaube, das ging ihr durch Mark und Bein. Sie ist ganz feucht geworden. Was? Alles cool. Alles cool, alles easy. Was ist sie schon wieder? Wie die haben wir gesucht. Ja, ja, ja. Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Ich habe keinen Bock auf euch. Ihr seid nicht mein Typ. Okay. Angst vor den Weibern, bitte. Ich hab einfach nur keinen Bock.
Da ist was hinter und ich weiß nicht, wie ich dran komme. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Aber so richtig, Mann. So richtig, ey. Ja. Ist doch scheiße. So, das Auto noch buggen, ist mir egal. Mann, ey. PC Principal hat, glaube ich, nichts für uns. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ich habe keinen Bock. Können wir vielleicht... Den habe ich ganz vergessen. Hallo? Ja. Können wir bei ihm Makaronis kaufen? Neue Ware, direkt aus Orient. Orient? Bestellung, bitte. Ah, ja, gleich. Ja, Moment, bitte. Danke. Danke für Bestellung. Bis dann. Hau rein. Zu viel zu tun machen, Chicken Chicken. Andermal wiederkommen. Mann. Ah, so beschäftigt der Mann. Da ist gar nicht gut, ey. Ah, der Bulle. Der Bulle von Tölz. Nur in gut. Mein Lieblingsheld im Taschenformat. Ah, schön. Meint das Handy oder mich? Ich will es gar nicht wissen. Das ist schon wieder Bullen. Ich muss sie besiegen. Gewalt gegen die Staatsgewalt. Da bin ich voll dabei. Okay. Verbrauch. Macaroni-Bilder. La la la. Das kann man nicht genug haben. Wiederbelebung. Noch mehr Wiederbelebung. Alles für morgen Freeman vorbereiten. Man weiß ja nie. Hi. Ich glaube, die sind korrupt. Sollte ich sie angreifen oder sollte ich es sein lassen? Ich wusste, was zu tun ist. Bist du denn verrückt? Ja, verrückt nach Gerechtigkeit. Korrupten Bullschwein. Gerechtigkeit von oben. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Aber so richtig. Dass sich Erwachsene von kleinen Kindern kaputt schlagen lassen, ist schon traurig. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich auch, Mann. Ich auch. Hier kommt der Kohl. Zack. Cartman macht ernst. Oh, nein. Na, wollte wieder koksen. Wie eine Nutte auf K.O. Tropfen. Ja, wir wieder koksen. Hashtag ich da. Ja. Ein echter Schocker. Ja, ich bin schockiert. Oh, nein. So ein Upgrade gebraucht. Humankind, startbereit. So, aber den hier. Pew, pew. Was für eine hübsche Lightshow. Nein. verkackt. Auf sie, Wunderarsch. Dein Motherfucker. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Oh, yes. Achtung, dramatischer Kuhn-Move. Dramatisch. Den letzten verkackt, Schweinerei. Genau wie geplant. Kann ich bestätigen. Oh nein, er will koksen. Ich übernehme das, Leute. Okay, klar, Mann. Also die Bullen sind echt keine Bedrohung. Da die erst koksen müssen, ist das schon traurig. Wir gehen doch nach Hause zu deinem Bruder. Gewonnen! Das war ein Kinderspiel. Yay! Easy. Und das wollen Bullen sein, das ist ja erbärmlich, das ist ja voll erbärmlich. Na komm schon. Jimbo! Hey Jimbo! Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Aber so, richtig. Heute ist dein Glückstag, ich habe neue Ware auf Lager, Wunderarsch. Okay, aber leider nichts, was ich brauche. Schade. Echt schade. Skassebatatze? Wie cool. Nimm ich die mit?
Anstatt aus Jimbos private Sammlung nicht lizenzierte Abschüsse. Die Tasse los, drück den Abzug! Alles klar, Mann. Gib mal bitte Ruhe. Die Tasse des Skazibats hilft einem dem Team, die Gegner in Grund und Boden zu stammen. Ich kaufe es einfach. Bald wieder. Okay, schnapp dir die bösen Jungs. Auf jeden Fall. Ich muss sie einfach haben. Es ist Skazibats Tatze. Naja, wir haben zwar Besseres, aber wir haben das Skazibats Tatze einfach, das reicht mir schon. Gute Nacht. Was haben wir da? Ah, das ist das Mr. Hanky Bauspielset aus der alten Folge. Okay. Irgendwann haben wir einen großen, mächtigen Mr. Hanky. Humankind! Braucht deine Hilfe. Ah, das war da oben. Stimmt. Darum waren wir noch nicht da oben drauf. Ah, Kacke. Die Erinnerung, sie kommt wieder. Nein, und es tut weh. Ah, überlegen, denken, nein. Ich mag Leute nicht, die Selfies machen. Aber machen wir trotzdem eins zusammen, Pupsi. Alles klar, danke, Schnucki. Yeah, Skeeter. Danke, Skeeter. Ich danke dir. Super, bis dann, Pupsi. Danke, Schnucki. Nicht jetzt, ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Du kriegst doch nie eine ab. Meine neuen Produkte, sieh und staune. Ah, oh, ich staune. Nichts, was ich brauche. Toll. Bis bald, Superheld. Ja, hau rein, Mann. Was? Wofür habe ich jetzt... Egal, Erfahrungspopel nehme ich immer an. Da sind wir, Erinnerbeeren. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Yes, Mann. Ich sorge dafür, dass die Stadt wieder sicher wird. Denn ich bin Superheld. Yes. Okay. Würde ich mal sagen... Wir teleportieren und... wir lassen uns mal kurz flashmäßig wohin bringen. Ich möchte noch was durchgucken. Na komm schon. Flagge. Flagge. Ist das der furzende Selbstjustizler? Ja, die Leute erkennen mich wieder. Und das zu Recht. Als würde ich livestreamen. Kann ich von Nutzen sein? Ja, ich glaube schon. Fantastisch. Und wusch und weg. Bitte schön. Dankeschön. Mach's gut, Jimmy. Ich wollte mal hier noch was gucken. Hallo? Ich hänge immer fest. Ah, ich darf da nicht mal rein. Was? Ich darf da nicht rein? Ich will aber. Ist ja unfassbar. Da gucke ich mich halt hier um. Arschlauen. Ah. Drogenfläschchen. Wichtiger Gegenstand. Jared, wo bist du? Den müssen wir auch noch besuchen. Darf ich nicht vergessen. Ah, Stoff. Ah, geil, Stoff, Mann. Stoff. Ist das immer wieder neu oder habe ich das einfach übersehen? Okay, Schnellreise, geil. Alles geil, können wir auch da oben. Du hast alle Schnellreisestationen. Yes. Genieß die unglaubliche Bequemlichkeit von Schnellreisen überall hin. Danke, Mann. Ich habe doch eine Katze gehört. Ich habe doch keine Waffel. Also, ich habe eine Waffel, aber nicht so eine Waffel. Oh, ich habe Geld gefunden. Was? Was? Ah, da! Hallo? Ja, Mann, Kleingeld. Okay. Okay, wir können das Zelt schlagen. Interessant. Das aber nicht. Spannerei. Sorosopa. Es ist so heruntergekommen, das ist ekelhaft.
Ich möchte mich übergeben. Aber ich möchte mein Essen nicht verschwenden. Schnauzekatze. Wo ist es, so ein Mistvieh? Jungkeit, helf mir! Startbereit! Wow, wow! Geil. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Gern geschehen! Alles klar. Recht kühl hier oben, ich brauche. Wow. Recht kühl hier oben, ich brauche. Wow. Wie zum Fick soll ich weiterkommen? Ich war verwirrt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich sehe unser Haus von hier. Das ist schön. Okay. Wahrscheinlich irgendwann später. Bereit? Okay. Okay. Geschafft. Das habe ich jetzt sicher. Ich dachte, jetzt gehen wir wieder nach unten. Wow. Ach so. Big A Blossom, ich dachte, die haut jetzt ab. Wir sind echt weit oben. Ja. Oh mein Gott, du hast alle meine Kätze gefunden. Bitte bringen sie mir und ich gebe dir eine kleine süße Belohnung. Mm. Freue ich mich jetzt schon drauf. Na dann. Weiter nach oben. Startbereit. Ja. Ja. Wow. Wahoo. Yes. Oh, Mama. Wir haben es geschafft. Wir sind einfach Imba. Pantheranzug. Black Panther. Ich krieg mich nicht mehr ein. Bereit? Jetzt verkacke ich das Timing und sterbe. Pass auf. Oder auch nicht. Boah, ich bin gut. Mach's gut. Danke, Humankind. Göttlicher Wind. Oh. Was? Okay, wir gehen mal kurz die Katze abliefern. Liefern. Fantastisch. Willst du deine Rasse ändern? PC Principal ist ein Experte für diesem Gebiet. Auf diesem Gebiet. Mein Fehler. Dankeschön. Hau rein, Mann. Na, wieder irgendwelche dummen Blagen, die auf Small wollen? Nein? Wow, ich bin begeistert. Bebuhut, begängert. Es tut mir leid. Nein. Ich krieg eine süße Belohnung. Ah, aui. Was genau hat er jetzt eigentlich geschrieben? Instagram. Ach so, okay. Ich werde nicht ganz sämtliche Gläser hier verschwinden lassen. Ich frage mich nur, wohin? Oh. Vielen Dank, dass du meine kleinen süßen Miezis vor den Sechsklässlern gerettet hast. Oh, gerne. Bitte, nimm das als Belohnung. Das ist das Mindeste. Du bist der superste Superheld überhaupt. Ja, Katzenkostümset. Oh. Selbstjustiz, das braucht die Miets. Geil! Geil! Ach, sehen wir süß aus. Ich meine, geil. Ja, oh, so schnuckig. Mm. Hallo? Achso, er hat nichts gesagt, deswegen war ich irritiert. Was? Ey! Spiel. Ach, den hatten wir schon. Ah, alles klar. Ich war schon leicht verwirrt. Okay. Crafting. Ah, alles klar. Ja, sehr schön. Okay. Bringt mir so gut wie gar nichts. Ah, oh, wunderbar. Super. Oh, puh. Jetzt habe ich mich mit Soße bespritzt. Oh nein, hoffentlich ist sie weiß. Weiße Sauce. Alter. So, jetzt gehen wir mal kurz nach Kyle. Nach Kyles Dad. Ich hoffe, der ist auch zu Hause. Kyles Dad.
Ich hab da was für Sie. Wohin des Wegs? Da unten. Karls Haus ist jetzt in der Straße. Wir sehen uns. Ja, alles klar. Mach's gut, Jimmy. Freedom Pulse. Können wir mal ein Foto nicht der Micha aussehen? Nein, kannst du nicht. Oh, guck mal, das ist... Na, ist klar bei dir? Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Gern geschehen. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Gern geschehen. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Sehr gern geschehen. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Ah, kein Problem, Mann. Steh zu Diensten, ich bin ein Superheld. So viele Follower, beeindruckend für so einen Scheißhaufen. Danke, alte Kackbratze. Schnell im Arsch, ist ein Follower. Geil. Danke, Pischer. Ich werde dich jetzt mal nicht vermöbeln. Versuch's doch. Wenn du dieses Selfie so sehr magst, warum heiratest du es dann nicht? Hashtag Stalker. 1000? Was? 17.071 Likes? Willst du mich verarschen? Entschuldigung. Komm, lass uns kämpfen! Dann eben nicht. Plunze. Ich kann's kaum erwarten, dass ihr Wichser mir meine Schlüssel zurückgebt. Hast dir bei dem Outfit echt Mühe gegeben? Warst du lange Single? Du etwa auch? Ich kann's kaum erwarten, dass ihr Wichser mir meine Schlüssel zurückgebt. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkratzt. Also komm her. Du kriegst dein Selfie. Alles klar, Mann. Randy Marsch, der ist so dumm, ey. Super. Super. Leute, hat irgendwer meine Schlüssel gesehen? Ja, in meinem Inventar, da wo sie hingehören. Yeah! Fufa, genau. Die heißt Fufa. Fufa mit der Muschi. Wollen wir den runterballern? Nö, schade. Warte. Böser Parallelweltfisch. So, haben wir das geregelt. Da! Da! Da ist es! Her damit! Her damit! Craig und Tweak, das Herz springt. Oh, im Quadrat habe ich gehört. Toolshed? Wir haben was zu tun, Toolshed. Wir haben was zu tun. Oh Mann. Ah, schlechtes Wortspiel. Geht doch! Interessant, dass er durch die Decke abhauen kann. Boah, was zum Teufel ist passiert? Ich hab's mir nur an der Kurve mit dem Drink gemütlich gemacht und auf einmal hat's Wusch gemacht. Er hat's Wusch gemacht. Alles klar, mach ein Bild. Das hält länger. Alter. Alles klar, mach ein Bild. Das hält länger. Okay, Mann. Ja, schon mal etwas, ne? Mrs. Hanky. Wow! Das habe ich nicht erwartet. Stößchen! Ja, Mann, Stößchen! Ah, alles klar. Ich muss los und sehen, ob irgendwer ein paar Pillen runtergespült hat. Bis später. Hau rein, Mann! Hab ich Lukas schon? Den habe ich nicht auf. Den habe ich nicht perfekt. Was? Ja, Druck. Es muss kesseln. Das war ein angenehmer Schiss. Finde ich schön. Hey. Leicht eklig. Ganz leicht eklig.
Welche Spiele spielst du alles und welche hast du noch vor zu spielen? Heute in einer Woche kommt Super Mario Odyssey raus. Das wird auch gestreamt. Das möchte ich auf 100% spielen. Ausnahmsweise. Anthem für die PS4, was irgendwann rauskommt, möchte ich auch gerne spielen. Das sieht so unglaublich toll aus, das Spiel. Okay. Ich denke, ich habe von Wendy was gekriegt. Ne, da ist es nicht bei... Oder? Hä? Oder doch? Ganz oben? Nö. Ich möchte noch Berserk für die PS4 spielen. Anime-Game. Ziemlich brutal. Da habe ich übelst Bock drauf. Besitzt eine ähnliche Dichte wie das Rekordexemplar, das im Europäischen Institut für Fäkalstandards und Messungen untersucht wurde. Curix dient auch als Zutat für den nekrotischen Götzen. Oh. Totenspinnen-Kombi. Okay, das können wir nicht mal benutzen. Schade eigentlich. Wir haben es ordentlich krachen lassen, Mann. Hab auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Ich werde auch bald mal wieder Splatoon spielen, aber erst South Park und Odyssey. Splatoon werde ich vielleicht... Einmal Pischer, immer Pischer. Ja, ja, einmal Fotze, immer Fotze. Halt's Maul, Mann. Geh mir auf den Sack, ey. Kackbratze. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte, verdammt. Ich weiß nicht, was die für ein Problem hat. Ist doch alles in Ordnung. Die Leute haben auch Probleme, ey. Du sollst mal aufräumen. Du bist immer eine Frau. Oh, Hilfe. Auf mich kannst du wetten. Bei Mario Stream spielst du auch Call of Duty oder so? Nein. Da bin ich total raus. Warum ist die Glotze aus? Ich glaube, es hackt. So Ballerspiele allgemein ist einfach nicht meins. Hätte ich nicht lange Spaß dran, deswegen kaufe ich mir das gar nicht. Da kann ich leider nicht bedienen, außer Borderlands. Borderlands ist cool. Spinnennetz, Kostüm. Stürmische Zottel. Stoff haben wir auch wieder gekriegt. Crafting. Kostüme haben wir. Ey, wir haben echt nichts an Kostüme. Cool. Wir können Stoff sammeln. Die Okama Games hier ist immer noch nicht fertig mit Laden. Böser Parallelweltfisch. So. Ich mag eigentlich, wenn ich Shooter-mäßig spiele, dann eigentlich nur Metroid. Ich bin Fan des Franchise. Und ja, so Sachen wie Borderlands. Sachen, die lustig sind, das spiele ich gerne. So richtige Shooter-Action, das ist einfach nicht meins, das ist nicht meine Welt. Bin ich auch viel zu schlecht für. So, nochmal kaputt schlagen. Ich muss zu dem Brof-Wolf gehen. Was ist das hier eigentlich nochmal? Das habe ich schon gelootet, ne? Die sieht gelootet aus. Loot, loot. Loot, loot, loot. Los. Ach, wir sind schon mal Kaltshaus. Ach so. Stimmt, das rosa Schild. Ich hab's vergessen. Ich hab's übersehen. Ich hab's verpeilt. Auch hier läuft die Glotze nicht. Schweinerei. Wo ist eigentlich Karl's Dad? Garten? Okay. Halt. Da bin ich bei WWE und so weiter bin ich auch raus. Ist halt nicht. Ist auch nicht meins. Wenn ich prügeln will, dann nehme ich lieber Smash Bros. Wo ist Kyles beschissener Vater? Die Mutter wissen wir. Die ist im Ramschladen. Schön Geld sparen. Kannst du gleich mal Kick einkaufen, wie die ganzen... Nein, ich sag jetzt nicht Muchel. Das wäre ja gemein. Piep. Was ist los, ey? Ach, nicht viel. Au. Ja, gern geschehen. Ja. Bzz.
Halt! Wie konnte ich das nur übersehen? Dampfende Überraschung. Da dampft's aber ganz schön im Kessel. Was ich arbeite, ich bin Pate der Agro-Mafia. Für ein Best-of, wenn es gut gemacht ist, habe ich nichts gegen. Kalt's dead irgendwo. Oh. Okay, es ist nicht relevant. Oder ist Kyle's Dad irgendwo am Müffeln? Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Kyle's Dad! Nicht auf dem Klo. Der muss doch irgendwo sein. Den haben wir, glaube ich, noch nicht einmal gesehen. Kann das sein? So, das Ding habe ich völlig vergessen. Ist jetzt völlig Wurst, weil wir haben deutlich bessere Sachen. Aber. Hat er nur da hängen, weil er Jude war. Pass auf. Das ist der einzige wahre Grund. Halt. Okay, macht nichts. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Jetzt haben wir soweit alles fertig. Jetzt kommen wir. Mitch Connor besuchen. Kann ich noch beim Kuhn was machen? Ah, beim Kuhn gibt es ja auch noch was zu tun. Geht zum Kuhnversteck. 350 wird uns empfohlen. Wir sind deutlich besser. 400 wird uns empfohlen. Kennys Haus, also. Ich verstehe. Sieht es irgendwie tagsüber total anders aus, habe ich so das Gefühl. Ich gehe mal nach da oben. Okay, hier ist schon. Du suchst nach Antworten? Oh. Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Mhm. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Ja, und total. Jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Versuch's doch, Bastard. Besiege den Ninja-Hinterhalt. Mit links. Warum sind Ninjas hinter dir her? Okay, Ninja, du zu sehen. Ich weiß nicht, wie der geschieht, aber es war definitiv der Kuhn. Sicher. Ich geh mal dahin. Du bist Boy da. Ich arbeite im Einzelhandel. Nur mal so nebenbei. Callgirl macht jetzt einen Hausbesuch. Habe ich gehört. Ich finde das Signal. Guck mal, im Hintergrund, da sind Erinnerbären. Wir finden gleich Erinnerbären. Es liegt was in der Luft, der Human Kite. Hallo? Juhu! Okay, egal, dieser Ninja nicht sehr gut sowieso. Bitte echte Ninja-Kampf genießen. Au! Wir brauchen Ninja-Stern wieder. War sehr teuer. War sehr teuer. Jetzt für den Kuhn. Ja, Mann. Oh, du kein Respekt. Warum auch? Ihr seid nur Ninjas, also bitte.
da ist ein Jimmy. Ah, die gehen mir auf den Piss. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Los ja. geht's, Furzlord. Blablabla. Ach, oh, das hat wehgetan. Oh. Oh, gut, dann nicht auf, ey. Oder auf. Ja. Einfach mal machen. Sieh dir das an. Zack, zack, zack. Warum hat eigentlich jeder ein Handy dabei? Oh, da, neuer City Ninja. Hoffentlich bist du nicht faul. Kratz ab. Kleiner Rückschlag. Mann. Scheiß Konsole. Super Ninja. Rumpop Junbi. Hat es abgeholt. Massaker. Jotep, Rida Dili. Ja. Ninja, Kongyok-Jase, Junbi, Wanyo. Ninja들, 빨라. 빨라, 빨라. Ding dong. Ninja의 운이 좋다. Victory to the Swift. Aus dem Weg, Kuhn-Freunde. Daddy ist da. Ah, er macht bei ihm. Und bluten. Geil. Arschbluten. Ninja Power, Ninja Swapta. Wahrscheinlich müssen wir sie alle auf einmal erledigen. Ja, einmal durchlasern. Zackaboom. Jetzt bin ich aber mal dran, Leute. Ja. Ja. Sag dir recht, ich kann. Lösch deinen Account. Ah, sofort. Ich höre Kuhn schon was Ekliges sagen. Was könnte es nur sein? So, noch einer gezeigt. Weg. Super Kill Attack Power. Oh. Ninja Attack Power Supreme. Autsch. Wie jetzt alle verbluten, ey. Au. Tsunami. Was? Tsunami? Los, verblute. Die können aber auch nichts, ey. Das habe ich gehört. So, weg damit. Das hast du verdient. Au. Ah. Versau das nicht, Blödsack. Schnauze, Mann. Fettarsch. Und tschüss. Sauer, Leute. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Hättest du nicht. Obwohl Cartman echt viel obwohl der Kuhn sehr viel Arbeit mit seinem Special gemacht hat. Mann. Schriftrolle der 1000 Winde. Artefakt. Der Visier. 422, nice. Tja, arigato. Arigato, Fosse. Erfahrungspoppele. Verpisst euch. Yeah, wir sind wahre Helden. Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere. Ich erinnere. Wir haben eine Katze erschossen. Cool, wollte ich schon immer machen. Oh, was? Ja, hast richtig gehört. Schon immer. Okay, sonst können wir hier nichts machen. Gar nichts. Okay. Wo geht's eigentlich runter? Ach, da! Oh. Ich war jetzt optisch leicht irritiert, falls es noch nicht aufgefallen ist. Und wir haben eine Katze erschossen. Da bin ich ganz stolz drauf. Mal. Toolshed, ich brauche deine Hilfe. Und du meine. Oh, schon wieder. Toolshed, der Richtige für jeden Job. So. Ja.
Geil, Mann. Wo sind wir hier? Ach, hinten da, dem Schrotthaus. Okay. Das sieht so verdächtig aus, aber ich irre mich auch einfach nur. Okay. Wir haben ja soweit alles fertig. Mein Lieblingsgetränk ist Cola. Kauft Coca-Cola. Ich kriege keinen Cent dafür, dass ich das sage. Kenny, bist du da? Oh. Kenny? Mysterion? Irgendjemand? Kenny? Jetzt kommen wir hier rein. Ein bisschen looten, ein bisschen looten. Flatsch. Kennys Garagenschlüssel. Ah. Da hängt doch mal was. Okay. Schönes Häschen da oben. Mit dem Herzchen. Die alte Kifferbande hier. Ja, komm. Ich hab da was für dich. Hey, willst du ein echter Held sein? Du könntest meine Puppe suchen. Hab sie dir schon längst gegeben. Hast du meinen Bruder gesehen? Er lässt dich ja kaum mehr blicken. No. Sorry, ich sitz gerade an dem Projekt. Hey, willst du ein echter Held sein? Du könntest meine Puppe suchen. Hab ich das schon gemacht? Lust auf ein Selfie, Pupsmaschine? Ja, natürlich. Danke. Dankeschön. Getränk. Bitteschön. Gute Arbeit, Neuer. Was war da jetzt? Was? Dieses Kind hier hat meine verlorene Puppe gefunden. Yeah. 15.000 Likes, meine Fresse. Völlig übertrieben. Oh. Oh, mega geil. So, mal kurz gucken. Da geht das ein bisschen runter. Da können wir das und so. Yeah. Okay, das kann so bleiben. Langsam wird's doch, langsam wird's doch. Hör mal, was geht. Wo ist diese verdammte Katze? Hast du meine scheiß Katze geklaut? Nein. Was zum Teufel hast du hier zu suchen? Ich hab grad zu tun. Saufen. Hey, du bist doch das Furzkind aus dem Fernsehen. Bock auf ein Foto? Ja, Mann. Yay, Mr. McCormick. Wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Ah, wurde aber auch Zeit. Hey, das ist ja Dad. Was wurde Zeit, dass du mal ein Foto machst? Sorry. War mein Fehler. Ah, hier. Ich wüsste zu gerne, wie ich das da... Verbündeten, verdammte Scheiße. Hol dir eine eigene. Was denn? Hol dir eine eigene. Was denn? Hol dir eine eigene. Leck mich. Ich brauch keine Motivation, Schätzchen. Also laber nicht so viel. Okay. Ein Selfie würde meinen bescheuerten Alten bestimmt eifersüchtig machen. Mrs. McCormick, wie heißt sie mit Vornamen? Weiß man das überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Gut so, Wunderarsch. Ich suche dich auf Coolstagram, wenn ich wieder Guthaben auf meinem Prepaid-Handy habe. Alles klar, Mann. Mist. Geht nicht. Okay, dann können wir hier wieder abhauen. Nicht mal Yaois gibt's hier. Ist ja ekelhaft. Arme Leute, das ist so ätzend. Wir müssen aufhören, arm zu sein, sonst muss ich sie irgendwann mit Steine beschmeißen. Kosmisches Rätsel-Artefakt. Geil. Da! Geht doch. Gänsenblümchen. Boysu. Ja.
Was für eine abgeranzte Drecksbaracke. Für 30 Aus. Wer ist das? Alles klar. Geils, Alter. Wir müssen dahin. Da ist er also. Der Nackedei. Oh, ich habe vergessen, um zu switchen. Dass es nicht automatisch geht, ist ein bisschen nervig. Was? Okay, ich grüße den, der als Wunderarsch bekannt ist. Einmal hattest du Glück, aber City Ninjas lauern in den Schatten. Und wir haben Ninja-Steine, also stirbst du. Ninja verlieren nie. Also wir dich bringen um, oder du zahlen mehr als jetziger Auftraggeber. Ninja sehr pragmatisch. Verdammt, Wunderarsch, sind jetzt Ninjas hinter dir her? Du musst echt was richtig Übles gemacht haben. Nein, ich bin ganz nett. Oh, ist es hin? Na, geht doch. Da. Komm schon. Yeah! Dann mal los! Ja! Los geht's! Mit der Macht der Blähungen! Okay, geschafft! Da flatuiert aber alles bei mir. Warte mal kurz. Okay, was können wir austauschen? Sehr gut. Einmal rüber. Startbereit! Yes! Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria! Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin, der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen, ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Kannst du mir da weiterhelfen? Die Folge war so unglaublich dumm. Und ich liebe die Folge. Hier, bitteschön. Oh Mann, das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Ich danke dir. Drogenfläschchen, Verbrauchsgegenstand. Alles nehmen und weiter. Ja, Geralt auf Drogen, Krieger von Nippo. Alles klar. Ich glaub's nicht. Oh, bin ich zugedröhnt. Ist das hier gerade echt? Ja. Seid ihr die Unterhosenwichtel? Ich hab grad keine an. Hey, wie bist du hier reingekommen? Such dir dein eigenes Raumschiff. Naja. Ich brauch Flüssigkeit. Mir geht der Saft aus. Oh, bin ich zugedröhnt. Ist das hier gerade echt? Ja, es ist echt. Klar, ein Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Oh, Alter. Unser Band ist geknüpft. Danke. Knüpf, knüpf. Horrorspiele? Ganz ehrlich? Ich bin eine Schissbuchse. Vielleicht irgendwann mal, aber... Ja, das ist mein Dad. Startbereit! Mein Beileid. Ja, das ist mein Dad. Es tut mir leid. Mach's gut! Okay. Wir können Kals Dad zu Hilfe rufen. Acht Drogenfläschchen. Es ist schon... Ja. Oh, ich habe ihn getroffen. Ernsthaft? Ich habe ihn getroffen? Bessige Ninjas! Sassadras! Eierskönten! Wie demontieren wir? Los, Wunderarsch!
Deine Deckung ist offen. Schlechter Ninja. Und überspringen. Oh Gott, Arschlord hat sich gedacht, das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Nimm das! Scheiß Trollen! Du wirst mich hassen. Ja, aber ich mag sie trotzdem. Hey, jemand hat mit deinem Namen 6 Paletten Viagra gekauft. Ich kann nichts machen. Außer den hier. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Danke dir, Mann. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. Da freue ich mich. Was? Die Ninja sind ja total lasch. Du hast gewonnen! Ja! Das Spiel ist so geil, Mann. Ich liebe es. Okay. Dann gehen wir mal zum Kuhn, ne? Sonst haben wir ja nichts zu tun, wie ich gerade feststellen darf. Obwohl. Finde 40 Euro ist. Achso, das war das noch. Okay. Ja, dann auf zum Kuhn. Sonst habe ich nichts zu tun. Ich gehe jetzt zum Kuhn. Hey. Hallo? Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Mrs. Cartman? Mrs. Cartman? Herrje! Ja, ich bin dein Herr und Meister. Herrje! Ah, ja. Herrje! Ja, Mann. Okay. Und, spielst du auch schön mit den Kindern im Viertel? Natürlich. Mein kleiner Eric findet so gern neue Freunde. Ich übrigens auch. Hör mal, ich habe neue Visitenkarten und ich brauche jemanden, der sie in der Stadt verteilt. Ich gebe nämlich Nachhilfe und mache Hausbesuche. Geh zuerst ins Kitas Bar. Wenn du es schaffst, Kunden für mich an Land zu ziehen, dann koche ich dir was super Leckeres. Oh, danke. Da besorge ich dir doch gerne neue Freier. Die Superschlampe. Können wir hier eigentlich mal was Neues machen? Hier wollte ich mich schon lange mal wieder umgucken. Cooper Keep. Die Kiste war aber letztes Mal noch nicht, wo ich geguckt habe. Da müsste ich aber... Kriegerstreifen. Schön. Und Stoff. Ohne Schnaps. Okay. Alles klar. Hier gibt's, glaube ich, nichts. Ah. Ah, schön. Einfach Stoff. Läuft. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen erst zu Skeeters Bar und dann zum Kuhn. Der Kuhn muss leider warten. Ne, da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Der Kuhn muss warten. Ich muss mal kurz was gucken. Crafting. Bausatz. Das müsste dann aber auch hier bei den Artefakten. Ah, ich blick da nicht durch. Okay. Auf zur Bar! Wir müssen uns betrinken! Kann ich von Nutzen sein? Ja, kannst du. Bring mich dorthin. Läuft gut, Wunderarsch. Aber kurz anders hinsetzen, wir tun es. Da bei meinem Wunderarsch tut mir langsam die Polsterung weh, weil der Stuhl so unbequem ist. Bis dann. Tüdelü. Ich will irgendwann da oben drauf. Da ist bestimmt eine Waffe drin. So, erstmal verteilen. Open. Es ist open. Ah, er freut sich bestimmt. Vielleicht Geometrie.
Was? Hä? Privatunterricht? Ich brauch keinen. Danke. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Ja, natürlich. Hey, Lady. Es ist noch nicht Halloween. Ich habe keine scheiß Süßigkeiten. Bitteschön. Ah, ja, ich könnte eine kleine Erfrischung gebrauchen. Mrs. Das Cartman ich, ja. arbeitet wieder. Gut, gut, gut. Wenn das mal nicht der kleine Gangsterfurzer ist. Ja, Mann, der Gangsterfurzer von nebenan. Bon Appetite, oder wie auch immer das heißt. Hey, ist das nicht... Nein. Doch. Oh. Das klang nach einer feuchtwarmen Sauerei. Blablabla. Lass uns mal richtig sprechen, Mädel, Bitch, wie auch immer. Okay, zurück zu Cartmans Mama. Wir kriegen was Leckeres. Das Einzige, was die Alte kann, ist ihr Kind nicht erziehen. Ich bin der schnellste in der Stadt. Leckeres Essen machen und die Beine spreizen. Das sind die drei einzigen Sachen, in denen die Alte echt top ist. Fantastisch. Over the top. Rüste Artefakte aus, um deine Macht zu steigern. Was sind Artefakte? Kenn ich ja gar nicht. Kann man das essen? Wir sehen uns. Hau rein. Tschüss, Jimmy. Mrs. Cartman? Mrs. Cartman? Mrs. Cartman? Ich war fleißig. Oh, hast du alle meine Visitenkarten verteilt? Ja. Ich habe gerade deine kleine Belohnung fertig gemacht. Oh. Hast du dir verdient? Oh, danke. Mrs. Cartmans doppelt gefüllte Brownies. Danke. Ja. Lecker. Boah, jetzt Brownies. Alter, ich würde dafür töten. Hör ich die gar nicht mehr mit mir? Großer Gott. Ja, ich bin dein großer Gott. Großer Gott. Hey, sie redet wieder. Nö, tut sie nicht. Oh. Oh, das wollte ich hören. Okay. Für was waren die Brownies nochmal? Nicht dafür. Dafür. Jetzt brauche ich nur noch Erinnerbeeren. Wo kriege ich die nur her? Die Erinnerbeeren. Ich brauche sie. Ich habe sie nötig. Ich will sie haben. Keine Mädchen erlaubt, meine Fresse. Keine Mädchen erlaubt. Yay! Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Ja, bin gleich da. Au! Furzkiste ist da. Kuhnfreunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pals mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Nein. Vielleicht haben die Freedom Pals ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Nein. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pals sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pals haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pals wissen. Und warum sollten die Freedom Pals uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pals überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Wunder Arsch tritt den Freedom Pals bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht auftricksen. Die ändern jeden Tag. Ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Die falsche Stimme. Bringt Wunderarsch in die Basis der Freedom Pals. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Kyle hatte gerade Stans Stimme, das geht ja mal überhaupt nicht. Alter, du jagst uns alle hoch! Ah, ja, ist das so? Das ist kein Spielzeug, merkt ihr das Neue? Auch wenn es vielleicht so aussieht. Okay. Kacke, hör auf! Warum? Ich möchte aber sterben. Nein, nicht anfassen, sonst bist du tot! Ah, ich dachte, wir alle.
Mach ne Fliege! Hey, du sollst nicht damit rumspielen. Aber es macht so viel Spaß! Hey, welchen Teil von Würfel der ultimativen Zerstörung verstehst du nicht? Fass ihn bloß nicht an! Okay. Oh, was schlimm? Das habe ich nicht erwartet. Hoppla. Was, Roy? Wirf den Würfel nicht an. Alter, du jagst uns alle hoch. Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Geh das nochmal? Tatsächlich. Wie doof, ey. Alter. Was? Statt da gerade Mrs. Carter hat einen Fremden 6 Stunden Nachhilfe gegeben, dann konnte ich nicht mal weiterleben. Bereit mit mir die Freedom Pals zu hintergehen? Gut, komm, ich muss doch meine Lakaien holen. Alles klar. Hereinspaziert in die Chaoskammer. Die Schrecken da drin wirst du nie... Wirst du nie... Ich hab nicht aufgeräumt, pass auf, wo du hintrittst. Okay. Nein, nein, nicht das Richtige. Was ist das? Nein, nein. Oh, na also... Mein Lakai, na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pals. Wo bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey, Dad, ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad, mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Du musst was sagen, kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Alter! Und so saß Professor Chaos für den Rest seiner Tage in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich habe das Gefühl, wir können bald Elektrizität knacken. Wenn ich Hausarrest hab, gibt es kein Entkommen. Doch, es gibt immer ein Entkommen. Ich hab den Hausarrest bloß. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauche ich noch nicht. Ich glaube, ich geb mir den Schuss. Wenn du, mein neuer Homie, es nicht tust. Sammle Zutaten, ich bin schon dabei. Okay. Hausarrest bloß. Da kein Umhang. Tut mir echt leid, dass wir hier festsitzen. Ach, kein Thema. Dein Vater ist einfach nur scheiße. Genau wie deine Mutter, die dich mal umbringen wollte. Alles klar. Der Stern fliegen nur keine her. Nichts leichter als das. Oh yes. 120, meine Fresse. Gott, mein Dad wird extra sauer sein, wenn er merkt, was du hier machst. Ach, der wird nichts merken. Und jetzt? Ja, der Humor ist wirklich göttlich. Achso. Hey, was sollte das? Aha, ist klar. Was sollen wir jetzt tun? Das werde ich dir zeigen. Voll geil, Mann! Ich bin mir sicher. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? ich weiß nicht. Tu es. Tu es einfach. Na gut, aber pass auf ihn auf. Kein Problem. Ich mache jetzt den Mr. Slave. Ah, okay. Yippie! Alter, dein Arsch!
Arsch hat ja echt was auf dem Kasten. Aber sowas von. Geil, Mann, wir können elektrisches Strom knacken. Du hast echt einen scheiß Vater, weißt du das? Aber das ist unmöglich. Am besten bekämpfen wir ihn noch. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Ich wusste es. Ja, Mann, du musst ihn bekämpfen. Besiege Butters Dad. Nichts lieber als das. Du hast Hausarrest. Alles klar. Deine Verbündeten können erst in den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft ihren Hausarrest aufgehoben hast. Okay, die Kraft Hausarrest aufzuheben ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Oh, Mann. Okay. Es ist bescheuert. Geil! Was soll das werden, Kind? Je länger das dauert, desto mehr Jahre Hausarrest kriegst du. Nein. Sowas passiert, wenn Kinder keine Disziplin lernen. Nein, das machst du nicht. Damit das klar ist, ich könnte schwören, ich wollte gerade jemanden neugieriger. Professor Chaos, ich helfe dir. Ich befreie dich von dem Hausarrest. Was soll das werden, Kind? Dad, wenn ich dir wehtue, dann ist das Professor Chaos und nicht dein Sohn. Verwirrt und schockt einen Gegner. Ein blitzkonzentriertes Chaos. Das andere darf ich nicht. Ziemlich schockierend, was denn? Butters, du vergeudest Strom. Ja, anscheinend schon. Das macht mich nur noch wütender auf Butters. Na, verflixt. Nur noch wütender auf Butters. Das nenne ich Disziplin. Euch gebe ich Hausarrest, euch allen. Ja, es wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Los geht's, Furzlaut. Ich komme an Karten nicht ran. Scheiße. Okay, dann muss ich mich mal kurz hier platzieren. Butters, wenn nicht bald was passiert, kriegst du Doppelhausarrest. Oh nein! Leute, wollt ihr mal Hammer des Chaos sehen? Der ist cool. Ich hebe es mir noch auf, oder? Nee, komm, wir hauen ordentlich eine rein. Ah, ja. Zermalm ihn! Diese Macht! Ich gebe ihm mal ein bisschen was. Du wirst mir dankbar sein. Oh nein. Alles klar, das macht er also. Nein, aus, pfui. Bist du bereit, Anstand zu lernen? Ich werde dir gleich Anstand beibringen. Alter, wie viel denn noch? Einer ungestraft auf. Das gibt verschärften Hausarrest. Oh, das tut mir echt voll leid, Leute. Los, Wunderarsch. Ich boxe ihn einfach kaputt. So. Aber den hier. Und Schnauze.
Na, wie gefällt dir das? Blöder Wichser. Bi-neugieriges Arschloch. Und down verdammt, gehen sie du hast immer. Lebenslang Hausarrest. Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest, ich bin hausarrestresistent. Juhu! Nein! Nein! Herrenunterwäschekatalog von 1979. Warum er das wohl hat? 436. Oh, geil, Alter. Wir sind reich. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Wo liegt er jetzt eigentlich? War das Dad? Ah, er müsste... Liegt da oben? War das Dad? Hey! Ah, da. Hey, du hast doch Hausarrest. Nein. Moment, wer sind deine Eltern? Die Wiederholungstäter kriegen Hausarrest auf Lebenszeit. Ja, wenn du meinst. Aber nicht ich. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Alles klar. Professor Chaos. Yay! Die einzige Version von Butters, die ich nicht scheiße finde. Wo gab's nochmal überall Strom zu hacken? Boah. Ah, da. Oh. Ben, okay. Aber erst einmal müssen wir nochmal nach Jimbo. Jetzt müssten wir eigentlich... Schnellste in der Stadt. Ja, jetzt müssen wir eigentlich mit der Hackerei das Gebläse da oben ausmachen können, damit wir uns die Schatzkiste holen können. Lieber schnell. Schnell. Wo hat uns doch Elektrizität gefehlt? Hab ich vergessen. Scheiße. Bitte schön. Dankeschön. Immer dieses Hin und Her. Boah. Boah. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Humankind, komm mir zu Hilfe. Aber bitte mit der richtigen Stimme. Bereit? Die ist ja. Richtig. Wie machen die das nur? Wow, wow. Ja. Wie wir das machen? Ganz einfach, mit einem flatuierenden Darm. Falscher Knopf. Ich sehe unser Haus von hier. Das ist schön. Okay. Wir sind echt weit oben. Das geht nicht, ernsthaft? Ah! Oh, falsches Gefurze. Ja, komm, lauf ab. Den hier. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Da sagst du was, Mann. Ich komme nicht durch. Nein. Nein. Ich bin hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Yes. Und da unten liegt was. Komm her, Fußball muss rüber. Das Amazon-Anzug. Ich sehe unser Haus von hier. Komm, wir müssen runter. Startbereit. Ja. Wir geil. Haben es geschafft. Danke dir. Hau rein. Entsafterkurbel, der Erinnerungsbild. Ah, alles klar. Wuhu! Gleich können wir das super Teil machen. Läuft es, läuft super. Auf zum Entsafter. Ist es Zeit für Blitzfreak? Ja, Blitzfreak. Rechtschaffen. Und gleich gehen wir dann die Freedom Pals besuchen. Infiltrieren und hintergehen. Wir sehen uns. Mach's gut. Danke für deine Hilfe, Blitzfreak.
Endlich, die Kurbel. Kurbelschwurbel. Oh, wir machen so viele Fortschritte, das gefällt... Ich bleib da überall hängen. Alles deine Schuld. Fick dich. Hör auf damit, Hirni. Warum? Es macht Spaß. Du bist halt ein Opfer. Ich möchte... Oh, wie ich möchte. Einmal Erinnerungsbeerensaft. Oh, geil. Endlich. Ja. Hergestellt. Super. Inventar. Gib mir Professor Chaos um die mystischen Wellen der kleinen Missionsgegenstände, okay. Morgan Freemans kühner Beitrag für die aufkeimende Wüsten-Burrito-Kategorie ist ihn, um eine neue Zeitfurzkraft zu... Ah, alles klar. Zeitfurz beschwören. Läuft. Was auch immer mir das bringt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mit dem Prügelfreeman reden. Was sagst du dazu? What? Alles klar. Wir gehen jetzt erstmal die Freedom Points besuchen. Das haben wir uns verdient. Richtig hardcore-mäßig verdient. Puh, wir haben schon fast 20 Uhr, meine Fresse. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ja, Mann. Was hat das mit diesen scheiß Schuhen auf sich? Ich verstehe das nicht. Ne. Jetzt müssten wir eigentlich im Kino was machen können, oder? War da nicht irgendwas mit Strom? Was wollen die? Ne, ich weiß nur noch nicht, wie ich da hochkomme. Ich will das da haben, fuck. Alles klar. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich verstehe mich manchmal selber nicht, aber egal. Yeah. Mein unendlicher Darm möchte wieder flatulieren. Dann mal los. Yes. 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 Wir haben es geschafft. Juhu. Klar, später. Twin-Stick-Shooter. Natürlichement. Wie hätte es auch anders sein können? Auf nach oben. Oben, oben wird man dich loben. Bijou. Ah, endlich. Ich ahne, was wir jetzt schaffen werden. Bereit? Wow, wow. Ich bin bereit, zur Welt gekommen. Bis dann. Hau rein. Ah, Mann, danke dir. Was soll ich jetzt so machen? Warum liegt hier eine Tasche? Ich verstehe es nicht. Endlich. Endlich! Hoppla! Rezept für extremes Gegengift. Ja, ja, das braucht. Seelenknuddeln, natürlich. So, mein Freund. Endlich ist der große Tag gekommen. Höchster etwa Diabetes? Ja! Geht's ab! Ja. Okay, tschüss. Hau rein. Ah! Ich wollte gerade fragen, wie komme ich dran, aber dann sah ich etwas Verdächtiges auffunkeln. Alter, wie viel Gase haben wir eigentlich in uns? Bullshit, der Richtige für jeden Job. Danke für deine Hilfe. Toolshit hat's drauf. Kreuzfahreranzug. Ja dann, ne? Wollen wir mal wieder.
Hab neue Bohnen reinbekommen. So frisch. Unser Kaffee ist absolut legal. In Maßen genossen, selbst Justizler. Natürlich. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch, danke. Werter Herr, ich danke Ihnen. Es war geil.